Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben gestartet mit einem kleinen Nieser von unserem Helden. Und ich wollte jetzt mal nochmal schauen, ob wir vielleicht jetzt in der Lage sind, die Orks zu töten. Weil in der letzten Folge, es hat mich gewundert, dass die immer wieder aufgestanden sind. Wo waren die denn nochmal? Hier irgendwo. Ja, ja, das sind sie. Die sind aber auch wieder voll bewaffnet. Wie kommt das, dass die wieder voll bewaffnet sind? Das sind doch die, die ich töten muss hier, oder? Weg mit dir! Sofort auf damit! Okay, vielleicht war das doch keine gute Idee. Versuchen wir mal hier hinter. Okay, keine gute Idee. Ich ergreife lieber die Flucht. Ah, Blutfliege. Vor allem, ich habe nicht vorher gespeichert. Aber hier sind noch ein paar Wölfe, die ich vielleicht erlegen könnte. Hier. Da! Yo, kommt nicht gleich. Verdammt. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Verdammt. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe jetzt das mit dem mit Cliff hier nochmal wiederholt. Den ganzen Weg, den Kampf da. Und den ganzen Weg hier runter zu ihm, zu Javier und so. Einfach mal wiederholt. Ich wollte euch jetzt das ersparen. Den Kampf. Und ich habe nochmal geskillt, also den Skill, den hier, den hatten wir ja nicht mehr gehabt. Den habe ich jetzt nochmal wiederholt, weil der auf einmal weg war, weil ich da nicht gespeichert habe. Ich habe jetzt nochmal gespeichert, jetzt in der Zeit, wo ich den wieder zurückgebracht hatte, weil ich habe einfach vergessen gehabt zu speichern. Das war jetzt einfach viel zu lange her. Und ich wollte euch das einfach mal ersparen, aber naja. Dann ist es halt so. Dann habe ich halt Mist gebaut gehabt. Aber ich wollte euch wirklich davon ersparen. Gegen die Orks oben, da werde ich jetzt erstmal ruhen lassen, bis ich eine bessere Waffe habe. Du solltest aber meinen Rat annehmen. Ich würde sagen, wir können vielleicht nochmal gucken, ob wir vielleicht gegen die Lurker unten ankommen. Das sind ja auch ein paar Erfahrungspunkte. Gehe ich mal runter an den Strand. Denn ich weiß jetzt nicht, ob wir da stark genug sind gegen. Ich habe einfach viel zu lange nicht gespeichert. So, jetzt speichere ich aber noch einmal. Lebt die Schildkröte oder? Ja, die lebt. Das sind 10 Punkte. Tut mir leid. Aber die Punkte brauche ich. Da haben wir einen Lurker. Da! Okay, da ging schnell. Da ist noch eine Schildi. An alle Schildi-Liebhaber, es tut mir leid. Sumpfkraut! Es gibt hier Sumpfkraut. Nice. Lass mich raten, daraus wird der schwarze Rohbar gemacht.
Da ist der nächste. Ich speichere noch einmal. Greift er mich gleich an? Okay. Lurker sind jetzt eher weniger ein Problem. So, die Truhe will ich noch frei machen. Also leer räumen. Was haben wir da? Rohstahl, Fläschchen, Brot, Krank gegen Krankheit. Nehme ich alles mit. Da scheint es jetzt von hier aus nicht wirklich weiterzugehen. Und schwimmen will ich jetzt auch nicht. Aber ey, Lurker sind jetzt keine Bedrohung mehr. Also nicht mehr die Art Bedrohung, die ich gedacht hätte. Oder die es noch vor ein paar Folgen waren. So, da vorne gibt es gleich auch noch einen, das speichern wir. Hier war doch gerade noch eine Truhe, ne? Ja. Dann looten wir die jetzt auch mal. So. Da ist der nächste. Nochmal speichern. Das sind aber alles Punkte. So, nochmal essen. Und speichern. Kann es sein, dass da vorne ein Steg ist und ein Haus? Also auf der Insel da? So, tut mir leid, Schildi, du bist Punkte. Sumpfkraut nehmen wir mit. Ah, hier sind wir wieder. Bei denen. Die haben aber sonst nichts. Außer hier die eine Pflanze, die ich übersehen habe. Oder die neu gewachsen ist. Ich weiß es nicht. Also ich bin hier immer noch so weit am Vorproduzieren, dass ich wahrscheinlich erst Folge 30 oder so von euch die Kommentare lesen werde, ob ich hier wirklich alles nachspawnt oder nicht. Gehe ich mal von aus, dass ich erst wahrscheinlich Folge 30 erfahren werde. Es erst lesen könne, weil. So. Jo, was ist mit dem? Alter. Das war jetzt ein bisschen heftig. Da nehme ich mir einen Heiltrank. Und nochmal ein Stück Fleisch. Und speichern. Also ich gehe wirklich von aus, dass bei Folge 30 so ungefähr, wenn ich da bin, vom Aufnehmen her, erscheint Folge 1 dann von Gothic 3. Denn es ist, wenn ich jetzt hier nochmal gucke aufs Datum, ist der 21. Januar jetzt heute. Und Folge 1... würde
am 31. glaube ich kommen. Okay, das war. Also hier könnt ihr auch nochmal sehen. 21.01.24. Okay, der eine Lurker war jetzt schlimm. Der hat auf mich einen draufhauen können wie sonst was. Ich konnte nichts machen. So. Nochmal gegen den ein. Jetzt konnte ich ausweichen. So, da nehme ich nochmal einen Heiltrank. Da oben gab es nichts. Da ist schon wieder der nächste. Na, aber das sind alles Punkte. Und da ist noch eine Schildi. Es sind Punkte. Tut mir leid für die Schildkröte, aber ich brauche die Punkte. So, habe ich da vielleicht noch einen Heilkraut oder so übersehen, vergessen, wie auch immer? Keine Höhle. Da sehe ich auf jeden Fall was. Sumpfkraut. Was bringt Sumpfkraut hier in dem Teil? Wo haben wir's? Sonnenkraut, Heilwurzel, Waldbeere, Mana-Pflanze, Feuernessel. Sumpfkraut. Ist nur Gold. Das Zeug gibt es wirklich überall. Okay, was haben wir etwas, was mir jetzt vielleicht was bringt? Stärke plus 1, Drachenwurzel lassen wir mal. Jagdgeschick behalten wir auch bei. Scavenger-Ei. Kann man hier auch Gerichte kochen? Und so richtige? Lebensenergie plus 1%. Hier frische Milch plus 2 Mana plus... Okay. So, ich speichere noch einmal und dann gehen wir weiter. Ah, da ist Kapdun. Dann sind wir jetzt gleich hier nach. Also dann hinter Kapdun. Und wo ich auch noch nicht war. Lurker. Speichern. Wie viel bräuchten wir noch? 33.000, wir haben 29.420. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wenn wir hier jetzt den Weg hochgehen, sind wir dann wieder in Kapdun oben. Und hier noch ein paar Pflanzen. Da haben wir Blutschild und Sumpfkraut. Und noch ein Lurker.
So, wir haben bald kein Fleisch mehr. Okay, was heißt bald? Wir haben jetzt 48 noch. So, nochmal speichern. Jetzt so viel speichern hier. Was ist denn das denn für ein Weg? Gleich zwei Lurker. Drei Lurker. Nein, nicht gleich beide. Nicht gleich beide. Ich dachte schon. Ich dachte, jetzt ist vorbei mit mir. So, nochmal speichern. Und dann holen wir uns den letzten da. Weil das macht mir jetzt neugierig. Was ist denn da hinten? Hier ist eine Höhle. Was ist da drinnen? Bevor wir da reingehen, nochmal speichern. Warte, ich guck mal, ist hier vielleicht noch was versteckt? Ne. Rostiges Schwert. Goblins. So, gebratene Fleischwanze. So. Komm her. Komm her, mein Kleiner. So. Schnappsperre. Gibt's da noch mehr? Zwei. Deutlich mehr Goblins drin, als ich gedacht hatte. So, komm her. Ist zwar die langweiligste Strategie, aber die effektivste, finde ich. So, Gold hat er. Speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch mehr sind. Ja, tatsächlich. Wie viele sind denn da drinnen? Will der mich verarschen? Ich glaube, ich werde mal was anderes essen hier. So, wir haben hier zwar gebratenes Fleisch, aber wir haben auch gebratene Fleischpanze. Essen wir das mal. Macht ja auch Leben wieder voll. Dauert halt nur ein bisschen länger. Knack beim Öffnen. So, und Äpfel. Ich hoffe, das gibt auch nach einer Weile einen Bonus. So, ein essen wir noch. Und speichern.
So, einer hat mich wieder im Visier. Nehmen wir alles wieder mit. Nochmal speichern. Wo bin ich hier gelandet? So, kommt der einer gleich? Solange ich hier aus dem Wasser trinke? Haben wir hier Ausdauer plus 10 Nebel. Das geht aber ganz schön tief runter. Komm. Ich wollte den Goblin plündern, aber egal. Ich kann auf diese Weise immer noch hier günstig Leben auffüllen, auch wenn das länger dauert. Das müsste reichen. So, der kommt. So, alles nehmen. Knüppel nehmen wir auch mit. Und nochmal hier auffüllen. So nicht. So nicht. Okay, wer kommt? Wer will Kampf? Hier hat mich irgendwer im Visier. Nur wer und wo? Ah, jetzt. Okay. So, dann nochmal speichern. Ich weiß jetzt nicht, wer mich im Visier hat. Hier drinnen jemand? Wer hat mich wo im Visier? Was sind das? Da. Oder? Da. Ich glaube, den Kampf werde ich nicht schaffen. Ich glaube, ich gehe dann mal lieber wieder. Den Kampf würde ich nicht so überstehen, zumindest aktuell nicht. Hier kommen wir aber auf jeden Fall nochmal wieder, wenn wir stärker sind. Ich gehe aber nochmal nach Khabdun hoch. So, noch ein rostiges Schwert. Können wir eigentlich noch mal ein paar Sachen verkaufen gehen? Ne? Hier haben wir ja noch eine Höhle, stimmt. Mit Minecrawlern. Aktuell würde ich aber auch sagen, kommen wir noch nicht gegen die an. Oh.
Was willst du? So, kann ich mich hier schlafen legen? Kann ich mich einfach dran bedienen? So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Was ist denn das denn für ein Zelt? Denk nicht mal dran. Was? Wovon redest du? Die Truhe gehört Gamal. Fass sie an und ich hack dir die Hand ab. Verstehe. Ah, okay. Gamal, den Assassinier. Okay. Und Esil, das hier wahrscheinlich seine Hütte. Ich speichere noch einmal und bediene mich dann mal an die Truhe. Zu schwer. Okay, kann die nicht. Aber hier ein Buch, noch ein Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Nice, nochmal plus 3. So, nehme ich auch wieder alles mit. Guckst du mich so an? Ist hier oben jemand? Irgendwo? Alles mitnehmen natürlich. Hier auch. Ist wichtig, dass wir alles mitnehmen, ja? Okay, hier oben gibt es sonst nichts mehr. Bafford, hi. Ich speichere noch einmal ganz kurz. So. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Was wäre, wenn ich mit den Söldnern anschließe? Würdest du mich bekommen? Was wäre, wenn ich mit den Söldnern anschließe? Was wäre, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte? Gut, pass auf. Dein Ansehen bei den Orks ist deine härteste Währung. In jeder Stadt des Reiches sitzt ein Ork ganz an der Spitze. Hier in Khabdun ist es Uruk. Wenn du die Orks dazu bringst, dass sie dich mit dem obersten Ork reden lassen, dann hast du es geschafft. Der Alchemist ist sehr zufrieden mit dir. Nicht schlecht. Jens, der Jäger, meint, du bist zu gebrauchen. Hm. Was hast du zu tun für mich? Was hast du zu tun für mich? Vor der Stadt streuen eine Menge hungriger Wölfe herum. Sie fressen schon mal gerne ein paar Sklaven. Das sehen die Orks gar nicht gerne. Suche die hungrigen Wölfe und mach ihnen den Gar aus. Töte alle hungrigen Wolfsrudel in Khabdun. Wie steigere ich mein Ansehen bei den Orks? Wie steigere ich mein Ansehen bei den Orks? Mach dich nützlich. Zeige den Orks, dass du es drauf hast. Obwohl du nur ein Mensch bist. Ganz einfach. Irgendwann wirst du von ganz allein zu Uruk vorgelassen. Ich werde deine Taten beobachten. Eine der Schweinehirten gehört zu den Rebellen. Wo kann ich mich noch nützlich machen? Wo kann ich mich noch nützlich machen? Sprich mal mit dem Proviantmeister Deckard.
Der hat immer was zu tun. Außerdem kannst du dir bei ihm neue Ausrüstung besorgen. Okay, sind die auch zufrieden mit mir? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ah, okay. Einer der Schweinehirten gehört zum Rebellen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, okay. Warte mal. Wo finde ich den Proviant? Wo finde ich den Proviantmeister Deckard? Geh Richtung Leuchtturm. Hinter Urkas großem Lagerhaus haben wir unsere kleine Hütte. Unser Proviantmeister passt dort auf unseren Kram auf. Okay, den Schweinehirten möchte ich jetzt nicht verraten. So, reden wir aber mal mit Deckard. Hier liegen noch mehr Wolfsfälle. Da auch. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Verstehe. Buffer schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Buffer schickt mich. Er sagt, du sollst mich ausrüsten. Ach, sagt er das? Hört sich gar nicht nach Buffert an. Umsonst gibt's gar nichts, klar? Arbeite erstmal für mich. Dann reden wir über deine Ausrüstung. Hast du Arbeit für mich? Hast du Arbeit für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Kapdun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Hier hast du 3. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Okay, ich brauche Ausrüstung. Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. So, was hat er denn? Amulett, Amulett der Abwehr, Schutz vor Zerschmettern und vor Klingen. Der Lebenskraft, der Ausdauer. Dann hier, leichte Orksöldnerrüstung. Orksöldnerrüstung. Schwere Orksöldnerrüstung. Steintafel. Die Steintafel würde ich gerne haben wollen. Die gibt altes Wissen. Machen wir mal so. Wartet, dann kann ich ihm aber auch das hier andrehen. Dann das. Die Dinger. Den Kampfstab. Habe ich hier noch was? Ring der Ausdauer. Den brauche ich glaube ich nicht. 150. Habe ich irgendwas, was ich nicht brauche? Die Schatullen. Die sind mir nichts wert. Die Laute kann er auch haben. Die Kellen. So, Goldausgleich. So. Speicher noch einmal. Und dann bediene ich mich mal an den Truhen. Nimm deine Finger da weg! Es ist nie was passiert. Okay, die beobachten, der beobachtet mich. Zeruk. Phil. Den möchte ich nicht verraten. Kann ich mit Phil nochmal irgendwie reden oder so? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ich habe nur die Möglichkeit, ihn zu verraten, rein theoretisch. Du solltest mich besser nicht stören. Warte mal, hier gab es noch einen Alchemietisch. Ne, nicht hier. Da kann ich nicht zu Uruk. Hier ist ein Alchemietisch. Kann ich nochmal irgendwie ein paar Heiltränke machen? 4.
Kann ich den Topf benutzen? Nee. Oh, hier ist auch noch ein Wolfsfell. Hier liegen echt überall Wolfsfälle. Kann ich hier nach oben? Ohne Ärger zu kriegen? Ja, hier können wir klauen. Das gefällt mir gerade. Klauen, ohne erwischt zu werden. So. Was ist denn das da? Nur ein offenes Buch, können wir nicht lesen. Okay. Hier ist auch nochmal ein Wolfsfell. Nein. Klinge Schärfen fehlt mir, okay. So, hier haben wir Lagerfeuer. Da sehe ich noch ein Wolfsfell. Ich habe nichts zum Braten, okay. Schade. Gibt hier noch mehr Wolfsfälle? Nope. Wenn ich jetzt mal nach oben gehe. Da gab es ja auch noch einen Arena-Kampf, sagen wir mal, den wir bestreiten konnten. Und hier, Friedhof, habe ich vielleicht irgendwas noch übersehen gehabt oder so? Ich will nochmal gucken. Geht's ja auch noch weiter. Ui! Zu schwer. Aber den kann ich aufmachen, oder? Das war jetzt nice. Ob ich das entdeckt hätte, wäre ich ganz normal hier so rum. Ich glaube, das hätte ich nicht entdeckt. So, dann gehen wir nochmal hoch. Ich will den Arena-Kampf mal machen. Ich weiß, was du denkst. So, wer war denn das, der kämpfen wollte? Arok bestimmt, oder? Ich will in der Arena kämpfen. Ich will in der Arena kämpfen. Zu Anfang werde ich dir einen leichten Gegner schicken. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Okay, was muss ich jetzt tun? Geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Okay, das ist die Arena. Dann zeig mal, was Leute, du drauf hast. Es gibt einen Kampf. So, komm. So, dein Schild gehört mir, dein Schwert auch und dein Ausdauertrank. Nochmal so. Kann ich mit ihm nochmal reden? Fadi? Nichts zu holen. Nächstes Mal. Du Mistkerl, bist verdammt gut. Respekt. Du wirst es bei den Gladiatoren weit bringen. Okay, ich rede nochmal. Warte, erstmal speichern.
Erfahrung plus 250, nice. Du hast gewonnen. Aber dein Gegner war leicht. Also bilde dir nichts ein. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Ich versuch's mal, wir haben gespeichert. Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Besiege Damok. Au! 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 Ah! Oh! Ah! Au! Ah! Oh! Ah! Ah! Da! Okay, der ist schwieriger. Au! Da! Au! Au! Das lade ich nochmal. Den Kampf will ich schaffen. Dann esse ich vielleicht aber vorher nochmal ein Stück Fleischwanze oder sowas. Aber wir werden im Kämpfen besser. Ich weiß jetzt nur nicht, wie relevant Schwertkampf ist, Nahkampf. So, ich esse nochmal kurz. Du hast. So, gib mir einen Gegner. Gib. Das hätte ich dir vorher sagen können. Au! Es gibt einen Kampf! Au! Da! Auf! Da! Yo! Da! 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 Au! Au! Okay, ist nicht so einfach. Das ist echt nicht einfach gerade. Kämpfe ich vielleicht andermal gegen den, aber... Die Punkte hole ich mir noch eben, die 250. Du hast aber wenn du... So. Die wollte ich zumindest geholt haben. So, Fadi, Orksöldner. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Keinen Schritt weiter. Der letzte Scheiß. Damok. Warte mal, wir haben ja Dings hier eingesammelt. Die Gesundheit. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Die ist immer noch besser als das hier. Richtig, aber trotzdem geht das nicht so weiter. So. Das hätte er doch besser wissen müssen. Benötigte Stärke 165. Einige Dinge werden sich nicht. Die ist abgenutzt, okay. Die ist besser, dann kann ich die verkaufen. Dann behalte ich die erst einmal. Das hat uns gerade noch gefehlt. So, dann ist eigentlich die Frage, wo können wir noch Erfahrungspunkte sammeln? Wie viel haben wir? Na, wir brauchen nur noch 200. 200 Punkte irgendwoher. Und wie viel Geld haben wir? 1265, okay. Wo holen wir uns die? Hatten wir hier schon gelootet? Einmal kurz speichern. Kann ich das hier benutzen? Nö. Halt! Bei unseren Leuten verschwinden immer mehr wertvolle Dinge. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort, du diebischer kleiner Mörder. Bleib stehen, Mörder. Nee, ich bleib nicht stehen.
glaube, das Rausreden wird noch wichtig hier. Zeig mir deine Ware. Wie viel Geld hat er noch? 10.000. 10.704. Okay. So, ihm kann ich ein paar Sachen sicher verkaufen hier. Ich glaube, die Kelche, die brauche ich nicht, oder? Das sind Silberpokale. So. Kann ich ihm das hier auch noch abgeben? Und das Schwert. Und Goldausgleich. Ich glaube, da lasse ich mich jetzt erstmal ein paar Tage nicht blicken. Warte mal, ich höre da was. Ich glaube, hier habe ich schon alles getötet, ne? Nein, hier ist noch ein Dodo. Da vorne noch was? Ich habe so ein Gefühl, hier vorne gibt's was. Nein, ich habe mich geirrt. Aber da sind wieder hier. Alter, warte, wie viele? Einfach mal eine Armee von Hirschen. Die haben irgendwas vor. Irgendwas haben die Hirsche hier vor. Da ist eine Höhle. Und hier noch ein paar Pflanzen, Heilpflanzen. Kronstöppel. Was kommt da? Das hört sich nach Minecrawler an. Gegen Minecrawler kämpfe ich nicht. Noch nicht. Wir sind Truhen. Zu schwer. Ah, verdammt. Ich hoffe, die ist jetzt nicht hier. Was liegt denn hier alles rum? Noch ein Hammer. Schmiedehammer. Aber das lasse ich mal in Ruhe. Wenn da Minecrawler sind, kämpfen wir noch nicht gegen die. Aber wenn wir jetzt einen Schmiedehammer haben, können wir dann unten vielleicht schmieden jetzt? Den Rohstall nutzen? Können wir eine bessere Waffe schmieden als das, was wir jetzt haben, das wir auch benutzen können. Wäre super. Apropos, kann ich das Ding hier benutzen? Habe ich was zum Grillen wieder? Ja, ein rohes Fleisch.
Cliff, ich möchte da dran. Speicher einmal. Ich will mal was versuchen. Nimm die Waffe weg. So, ich will die Schmiede benutzen. Nein. Ach komm, geh weg. Cliff. Geh weg. Kusch. Kusch. So, jetzt. Ah, ich kann den benutzen. So, Breitschwert. Benötigte Stärke 120. Klingenschaden. Ich mach mal 7 Stück. So. Kann ich den ausrüsten? Nein. Aber ich kann. Warte mal. Der. Selbst geschmiedet? Mache ich mal so. Und kann ich die anderen hier verkaufen, ne? Cliff, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Dann den Orkschlechter. Darfst du haben. Und die hier. Darfst du haben. So. Goldausgleich. Tauschen. Und ich speichere das. Ja, dann haben wir jetzt ein neues Schwert. Und ich würde sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.